Jetzt ist der Imam schon den ganzen Morgen übrigens bei uns im MoMA. Vielen Dank dafür. Sehr Haben gerne. Sie lange überlegen müssen, ich mache das, ich bete auch für die israelischen Opfer? Im Freitagsgebet? Nein, eigentlich nicht. Weil das schon ein klarer Haltungsansatz ist und auch die Lehre des Islams, dass man, dass wir alle eine Menschheitsfamilie sind, dass verschiedene Nationen, verschiedene Religionen, das sind einfach ein Zeichen, Merkmale für, dass man sich gegenseitig erkennt, woher jemand kommt, aber man hält zu seiner Familie und deshalb war das klar, dass man sich dementsprechend dann auch äußert und sagt, so, das, was gerade passiert, das ist falsch und dass auf beide Seiten unschuldige Menschen sterben, das darf nicht sein und deshalb war von Anfang an die Haltung. Wie ging es Ihnen, als Sie vergangene Woche die Bilder aus Berlin gesehen haben, wo Muslime hasserfüllt auf der Straße waren und das Abschlachten gefeiert haben? Ja, sehr, sehr traurig. Das hat auch irgendwo einen als Muslim auch wütend gemacht, weil das nicht unsere Lehre ist, das, was präsentiert wird, das, was gezeigt wird. Weil es gibt ganz klare Überlieferungen des heiligen Propheten Mohammed, Friede und Segen Allah sei auf ihm, in dem er gesagt hat, ein Muslim ist jener, durch dessen Hand und Zunge die Menschheit geschützt ist. Und die Bilder, die Sie jetzt erwähnen, da sieht man ja ganz klar, dass man auch da mit der Zunge, ob man Sätze sagt oder negative Sachen von sich gibt oder es zu Gewalt kommt, das ist ja nicht konform mit der Lehre und das ist nicht vertretbar. Sie arbeiten schon länger an dem Thema Gewaltprävention. Wie kann man das verhindern? Was machen Sie da? Jetzt vor 2 bis 3 Tagen hatten wir einen Workshop, das wurde von der BAGIF, also BAGIF, der Begriff steht für Bundesarbeitsgemeinschaft für Immigrantenorganisation. Da hat der Herr Orestes und Anna Maria das quasi ins Leben gerufen. Das ist ein Projekt, ein Workshop gewesen, wo wir mit der Polizei zusammengekommen sind. Ich habe da auch mit den Polizeibeamten den einen oder anderen Witz gemacht und gesagt, so, ich habe nie gedacht, dass ich mit 8 Polizeibeamten in einem Raum sitzen werde und so friedlich alles. Wir haben zusammen das Projekt wurde aus dem Grund gestartet, dass man Konflikte abbaut, dass man Verständnis schafft. Aber wie macht man das? Indem man Dialog führt und die Polizeibeamten waren da, wir waren also die Gemeindemitglieder der Ahmadiyya-Gemeinde waren auch vor Ort. Wir haben Rollenspiele gemacht, wir haben zusammen gegessen, zusammen gelacht, miteinander über alles gesprochen und die Polizeibeamten haben uns die Möglichkeit gegeben, dass alles, was wir haben, egal wenn es auch kritisch ist, was wir auf dem Herzen haben, dass wir über alles sprechen. Und dann eine Lösung finden, wie wir zusammen miteinander liebevoll umgehen können. Und das ist mir als Imam hat das sehr gefallen, weil es gibt eine Überlieferung des Propheten, wo es heißt, die Loyalität zum Heimatland ist ein Teil deines Glaubens. Und die Menschen, die für uns, für den Schutz, für Schutz des Landes auf der Straße gehen, diese Menschen muss man respektieren, auch lieben, weil die für unseren Schutz da sind. Deshalb solche Bilder, die dann, wo man sieht, dass man gegenüber der Polizei gewalttätig wird, das ist traurig. Und dann solche Workshops, die sind einfach top, dass man mit der Polizei zusammen für etwas Gutes machen kann. Aber wie kann man das machen mit Menschen, die vielleicht seit frühester Kindheit den Hass sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen bekommen haben, wo es also Teil der Erziehung war? Was kann man mit solchen Leuten machen? Sehr viel sprechen. Sehr viel sprechen, Dialog führen, das ist es möglich. Wir jetzt als Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde haben den Vorteil, dass wir einen religiösen Oberhaupt haben, einen spirituellen Führer haben, der uns immer wieder den Weg weist und sagt, so, das ist der Weg zum Frieden, so müsst ihr zusammenleben, so müsst ihr die Gemeinsamkeiten suchen, ihr müsst zu anderen Religionsgemeinschaften gehen. Und es ist traurig, dass bei manchen Muslimen das nicht der Fall ist, aber wir müssen halt mehr dafür sorgen, dass man zum Dialog kommt. Weil nach einem Dialog, die Erfahrung habe ich als Imam jetzt gemacht, ich bin auch Mitglied im Rat der Religionen hier in Köln, dass nach dem Dialog, nach einem Gespräch die Welt schon ganz anders aussieht. Ne? Und dass man dann sagt, so, ah, okay, das wusste ich nicht oder diese Sachen hatte ich so mitbekommen, aber dass der Islam oder andere Religionen dies lehren, das bekommt man dann mit, wenn man miteinander spricht. Sie sind also optimistisch und das tut auch gut. Mahmoud Ahmad Mali, heute Morgen im ARD Morgenmagazin aus Köln. Dankeschön. Vielen Dank. Der Imam, den wir gerade gesehen haben, nämlich Mahmoud Ahmad Mali, ist jetzt bei uns im Studio. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Sie haben unter anderem am Freitag im Freitagsgebet auch für die israelischen Opfer gebetet. Wie lange haben Sie überlegen müssen, mache ich das oder mache ich das nicht?
Nicht lange. Also seit dieser Konflikt, der zwischen Israel und Palästina begonnen hat, sind wir vom Tag 1 dabei, dass wir für die Opfer auf beiden Seiten, dass wir für die beten, dass wir zusammenkommen in der Moschee, dass wir für die Opfer beten und auch die ganze Zeit am Beten sind, dass wieder Frieden etabliert wird und dass die Leute miteinander friedlich leben. Aber sind Sie nicht auch erschrocken darüber, dass Ihre Stimme eigentlich eher ungewöhnlich ist in diesen Tagen? Ja, das ist in der Tat so. Man hat jetzt halt leider gesehen, dass einige Muslime auf die Straßen sind oder sich an Demos, also an Demos teilgenommen haben, wo man sich halt jetzt nicht friedlich verhalten hat. Aber es gibt halt auch andere, die das alles trauern und das alles auch verurteilen vom Tag 1 und nicht dazu gehören möchten, die das befürworten. Dass man sagt, die Muslime sind für Terror, das kann man eh nicht sagen, weil man eh nie alle Muslime in einen Begriff packen kann. Es ist ja Logo und klar. Ja. Bei Ihnen in der Gemeinde sind jetzt viele Menschen aus Pakistan. Haben Sie noch eine andere Haltung zu diesem Konflikt als Muslime aus der arabischstämmigen Welt? Ja, kann gut möglich sein, aber ich muss hier erwähnen, dass die Gemeinde, wir haben ja auch eine Gemeinde, die ist in Israel, also in Haifa und auch in Palästina. Also wir fühlen das dann gleichzeitig auch mit, das, was gerade vor Ort passiert. Aber wir haben halt hier, das stimmt, die Ahmadiyya-Gemeinde hat überwiegend mehr Leute, die aus Pakistan sind. Aber wir kennen diesen ganzen Konflikt, der jetzt ist oder was die Menschen oder die Muslime jetzt auch in arabischen Orient da denken. Deshalb kann man dann gezielt vorgehen und einfach sagen, das, was mit negativen Schlagzeilen zu tun hat, dass das nicht konform ist mit der islamischen Lehre und dass man sich da klar gegen positionieren kann und auch in eigenen Reihen, dass man dafür sagt, das ist das, was passiert ist oder das, was man macht, das ist falsch. Ich muss gestehen, ich war jetzt vergangene Woche, Donnerstagabend, Mittwochabend, als ich die Bilder aus Berlin gesehen habe, schon erschrocken, mit welcher Brutalität da zum Beispiel auch vorgegangen worden ist von Demonstranten. Wie ging es Ihnen, als Sie diese Bilder gesehen haben? Ja, sehr traurig. Das macht einen Menschen auch sehr wütend, auch zornig, gleichzeitig auch traurig. Aus dem Grund, weil man zum Beispiel die islamische Lehre ist, dass man, wenn man an einer Demonstration teilnimmt, friedlich teilnehmen sollte, also irgendwelche Fahnen anzünden, da Gewalt auslösen oder mit Gewalt vorgehen, das ist normalerweise nicht erlaubt. Mhm. Also man darf friedlich an einer Demo, auf einer friedlichen Art und Weise kann man seine Stimme erheben, aber nicht, dass man gegen Staat oder gegen Polizei oder dass man die Gefühle der anderen verletzt, indem man zum Beispiel Flaggen anzündet. Also eine Flagge steht ja für ein Land, für eine Nation, ist das ja Stolz, ein Symbol von Stolz, von Ehre. Und dass wenn man da drauf trampelt oder die anzündet, dadurch kann man keinen Frieden erlangen. Ne? Also das ist ja eh die Frage, was machen wir jetzt? Wie kriegen wir Versöhnung hin? Sie haben uns was mitgebracht, ja. Ein T-Shirt. Vielleicht erklären Sie mal, was Sie machen. Ja, ich zeige mal das ganz kurz in die Kamera. Das ist ich habe jetzt vor kurzem einen Cycling Club gegründet. Hier Fahrradclub. In Köln, ein ja. Fahrradclub. Und hier auf der Rückseite steht zum Beispiel Liebe für alle, Hass für keinen. Und vorne steht hier Muslime für Frieden. Mhm. Der Hauptgedanke, wieso ich das jetzt gemacht habe, Gemeindemitglieder, speziell Jugendliche aus der Gemeinde, wir fahren Kirchen an, Synagogen an, ganz speziell, auch Moscheen. Und wir wollen ein Zeichen für Frieden setzen und ins Dialog kommen und den Menschen sagen, dass wir für Frieden sind, friedliche Leute sind und dass wir zusammen kommen sollen und uns nicht spalten lassen sollen. Was Sie da unter anderem erleben, sprechen wir noch im Laufe des Morgens. Sie bleiben den ganzen Morgen bei uns. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Danke. Und uns über Ihr Projekt, aber auch Ihre Gefühle erzählt haben, der Imam Mahmoud Ahmad Mali aus Köln. Danke Ihnen. Vielen Dank. Susanne. Imam Mahmoud Ahmad Mali in seiner Moschee im Kölner Norden. Er ruft zum Frieden auf, kritisiert den Terror der Hamas, der von einigen Muslimen, auch in Deutschland, sogar gefeiert wird. Wenn solche Leute dann auf die Straßen gehen oder das gutheißen, das befürworten, dass da Menschen, Zivilisten gestorben sind, das geht gar nicht. Das ist gegen der Lehre des Islams und das verurteilen wir halt ganz klar. Die Predigt findet auf Deutsch und auf Urdu statt. Die meisten Gläubigen hier haben, so wie der Imam, pakistanischen Hintergrund. Die Moschee gehört der Ahmadiyya-Gemeinde an. Die Verurteilung der Gewalt durch den Imam stößt bei den Gemeindemitgliedern auf Zustimmung. Wie auch der heilige Prophet es gesagt hat, man darf keine unschuldigen Kinder
Frauen, ältere Herren und die nicht im Krieg beteiligt sind, für eine Kriegspartei machen und dann die abschlachten, wie in dem Fall meiner Meinung nach. Terror und Gewalt gegen Zivilisten. Für die Moscheegemeinde in Köln nicht mit dem Islam vereinbar. Jetzt ist der Imam bei uns. Schönen guten Morgen. Freue mich, dass Sie für uns früh aufgestanden sind. Warum war Ihnen das wichtig, so ein deutliches Zeichen gegen den Terror zu setzen? Es gibt eine ganz klare Überlieferung des Propheten des Islams, in dem er gesagt hat, ein Muslim ist jener, durch dessen Hand und Zunge die Menschheit geschützt ist. Und es gibt auch eine weitere Überlieferung, die sagt, wer als Muslim einen Juden oder einen Christen Unrecht antut, dessen Ankläger werde ich am Tage des jüngsten Gerichtes sein. Deshalb war das für uns Muslime, für uns Ahmadiyya-Gemeinde sehr wichtig, eine ganz klare Haltung zu zeigen und auch das alles zu verurteilen, was im Namen des Islams oder im Namen der Religion passiert, weil das nicht konform ist mit der Lehre. Ihre Gemeinde hat, glaube ich, 250 Standorte in ganz Deutschland. Richtig. Ungefähr. Ja. Aber man muss auch erwähnen, dass Ihre Gemeinde bei etlichen Moslems wegen ihres Reformgedankens auch umstritten ist. Ja. Warum glauben Sie, gibt es so viele, die vielleicht auch anderer Meinung sind? Ich glaube, das hat auch damit zu tun, wie man erzogen wird, wie man die Lehre mitbekommt. Klar gibt es auch Menschen, die leider das anders sehen oder versuchen, leider wie aus der Vergangenheit durch Religion, durch andere Sachen die Menschen zu spalten. Das ist halt der Hauptgrund, wieso es manchmal zu diesen Streitereien kommt oder zu diesem Andersdenken. Mhm. Obwohl es ganz klar eigentlich im Heiligen Koran auch Verse gibt, wo die sagen, kommt zusammen, O Glaubensanhänger der verschiedenen Schriften, da sind Juden gemeint, Christen gemeint, Muslime, kommt zusammen, lasst uns Gemeinsamkeiten suchen und finden, dass wir näher kommen. Aber leider gibt es halt Menschen, die eigene Ziele und Sinn oder Zwecke dahinter haben, um die Menschen zu spalten. Deshalb gibt es manchmal diese Unterschiede. Es ist uns allen klar, sehr schwer, was dagegen zu tun, wenn etwas in der frühesten Kindheit schon sozusagen erzogen wird. Aber was man machen kann zum Beispiel, man muss ja was tun, haben Sie uns als T-Shirt mitgebracht oder als Fahrradtrikot. Was ist das für eine Aktion, die Sie machen? Das ist also eine Aktion. Ich habe jetzt vor kurzem hier in Köln, jetzt nach diesem Konflikt zwischen Israel und Palästina, einen Fahrradclub gebildet, wo wir als Gemeindemitglieder Muslime verschiedene Kirchen, Synagogen, speziell Gotteshäuser anfahren und unsere Solidarität zu diesen Menschen erklären und auch nach dem Gebot des Korans die Gemeinsamkeiten suchen. Letztens ist ein Ereignis jetzt hier in Köln passiert. Wir waren unterwegs, es tut ja auch dem Körper gut, dass man radelt, aber wir sind mitten in eine Demo angekommen, die hier in Köln war. Auf der einen Seite waren die Palästinenser, auf der anderen Seite waren Menschen, die für Israel waren. Wir haben uns einfach in die Mitte gestellt, weil wir gesagt haben, wir sind für beide, wir sind für die Zivilisten auf beiden Seiten. Und als wir da durchgefahren sind, da kam eine Dame, die so direkt so, damit kommt ihr hier jetzt nicht an. Ne? Und dann habe ich sie erstmal ganz lieb gefragt, was sie meint. Und sie so, ja, ihr seid doch für alles, was hier auf der Welt passiert, schuld und so, ihr Muslime gehört nicht hierhin, ihr sollt hier zurück, wo ihr auch herkommt und so weiter. Und dann kam es zu einem Dialog. Wir haben ein Gespräch geführt, wo ich halt auch diese Überlieferungen angeführt habe, die ich eingangs zitiert habe. Auf jeden Fall nach so einer halben Stunde Gespräch hat sie zwei Äpfel aus der Tasche rausgeholt und hat gesagt, so, das ist also ein kleines Geschenk und das hat mir gut getan. Damit sehen wir auch, dass Dialog zu etwas Gutem führen kann. Mhm. Und das ist halt die Aktion, die dahinter ist, dass wir auf die Straße gehen und die Menschen, dass wir zusammenkommen und nicht auseinandergehen. Versöhnung und Dialog kostet Kraft, kostet Zeit, aber offenbar lohnt sich. Nicht nur, um Apfel zu bekommen. Ja, finde toll, dass Sie heute hier sind, der Imam Mahmoud Ahmad Mali aus einer Gemeinde aus dem Kölner Norden. Dankeschön. Vielen Dank.